bin. Da passiert es zwar mit 40 Sekunden Verzögerung, aber wenigstens weiß ich es dann. Ja, ich gucke, bis ich im Chat bin. Ah, ich bin drauf. Hey! Ah, total überrascht. Jetzt höre ich mein Echo hier im Studio. Vielleicht können wir das noch ausschalten. Das wäre super. Ah, ja. Jetzt höre ich es nur noch leise, aber komm. Hey Chat, alle Zuschauer. Ein bisschen chaotisch alles, ihr merkt schon. Das liegt aber daran, dass Nintendo schuld ist. Die Wahrheit ist, dass es kein Xenoblade Chronicles gibt. Und Schuld ist ja immer auch so eine Perspektivfrage. Wer ist wirklich schuld? Die einen sagen, hätten wir vielleicht früher installieren sollen. Okay. Die anderen sagen, hätte Nintendo nicht auch die Kohle für schnellere Server? So oder so ist es jetzt so, dass wir das Spiel nicht runterladen konnten, rechtzeitig. Der sagt seit 4 Stunden, wir sind bei 33% oder so. Deshalb habe ich mir jetzt gesagt, ich zock was anderes. Und ich zock was, worauf ich die ganze Zeit schon Bock hatte, aber aus zeitlichen Gründen nicht dazugekommen bin. Weil, ja, eben aus zeitlichen Gründen. Battlefront, Star Wars Battlefront. Aber hier ist immer noch, liebe Regie, könnt ihr noch mal einen rein? Oder ist das der euer Fernseher da vorne oder was? Ich weiß nicht, ich höre mich hier doppelt. Das macht, langfristig macht es mich wahnsinnig. Kurzfristig geht's. Nee, lass, komm, da kommt gleich einer, der wird schon irgendwie, vielleicht auch nicht, vielleicht schreibe ich es im Chat aus. Ist auch egal. Battlefront, ich habe es noch keine Sekunde gespielt, liebe Leute, also könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Das wird mega geil für euch, jetzt gleich zu klugscheißen im Chat. Da könnt ihr so richtig sagen, wie scheiße ich bin und wie gut ihr seid und was ich alles falsch mache und warum geht er denn links, obwohl er rechts muss und warum nimmt er denn die Waffe und warum duckt er sich, wenn er springen muss und all die Sachen. Das kommt jetzt, wird jetzt richtig geil für euch. Wird richtig geil. Keine Sekunde habe ich bislang gespielt. Ich weiß noch nicht mal, welchen Modus wir jetzt hier spielen. Ich sag mal Blast, weil da steht Suggested for you. Defeat more enemies than the other team. So. Da kommt jemand, um das Tonproblem zu lösen. Das Tonproblem wurde gelöst. Sehr schön. Jetzt, ist viel angenehmer. Ich weiß nicht, man kann sich ja jetzt nicht so richtig miteinander verabreden. Oder geht das? Also ihr könnt ja auch auf den Server kommen, aber ich weiß jetzt auch nicht welcher. Das wird ja irgendwie automatisch zugeteilt. Und da wir nicht befreundet sind miteinander und dabei wird es auch bleiben, könnt ihr auch nicht speziell auf meinen Server kommen. Aber ja, wir gucken mal. So, jetzt bin ich hier erstmal. Ist ja alles so wie Battlefield, ne? Ist ja von den Battlefield-Leuten, also müsste es ja einigermaßen. So, das sind schon mal die Waffen, die ich nicht habe. Ich spiele hier mit dem A-82C. Sturdy and powerful blaster rifle that has a high rate of fire and excellent firepower. Ja, ist doch gut, da brauche ich auch nichts anderes. So, das bin ich offensichtlich. Oder kann ich auch jemand anderer sein? Gibt es da jemanden, der so aussieht wie ich? Also gibt es zumindest schon mal jemanden, der aussieht wie Ian? Wer ist das? So. Das sieht auch aus wie so eine cracksüchtige Leia. So zu lang einfach im Kampf gewesen, zu wenig Prinzessin, zu viel gefeitet. Hat sie sich auch anders überlegt. Aber dann kam Luke. Guck mal hier, das ist doch so ganz, eigentlich eine ganz schöne Frisur. Damit kann ich mich schon ein bisschen, identifizieren. Wir gucken aber noch mal weiter, was es hier so gibt. Das ist die gleiche Frisur, nur der Typ sieht aus wie John Hamm. Nach einer durchzechten Nacht. Ah, hier ist zum Beispiel jemand,
der aussieht, wie ich mich fühle, 90% des Tages. Hier wird es langsam interessant, dass sie da... Nee, eigentlich fühle ich mich so. So fühle ich mich eigentlich 90% des Tages. Aber die sind alle noch nicht freigeschaltet, also dann nehme ich den alten Mann mit der Mütze. Wo ist er denn? Und mit den Augenrändern. Hier, den hier. So. Dann wollen wir mal ins Schlachtengetümmel. Bin sehr gespannt. Ich weiß wirklich nichts über das Spiel. Ich habe eigentlich kaum was verfolgt. Defeat the enemy. Start. Partnerstart. Achso, das ist quasi Squad wahrscheinlich. Halleluja, das sieht aber auch echt geil aus. Guck mal da. Okay. Wo ist denn hier Ducken da? Okay, es ist wirklich wie in... Die Texturen sind aber nicht so schlecht, Leute. Guck dir das mal an. Da muss ich ja gerade mal... Da muss das geschulte Auge, bevor es in den Kampf zieht, auch erstmal gucken. So. Wo muss ich denn hin? Was ist das hier? Ist das gut? Ha! What? Boah. Ja, da wurde ich abgeschossen. Ich hab gehört, das passiert ab und zu bei dem Spiel. Aber, ja gut, ich muss ja auch erstmal hier komplett orientieren. Ich weiß überhaupt nicht, was hier Hintergrund ist und was hier Bedrohung ist. Oh, ich will erstmal... Sorry Leute, ich kann noch nicht kämpfen. Ich muss erstmal gucken. Oh, ist das geil. Guck mal da oben, die Sternzerstörer. Das ist schon schön, oder? Was ist das? Was ist das? Was ist es? Ach, das ist eine Bohr... Ah, guck mal hier. L1 und R1 habe ich einen Druiden, was? Manchmal. Und jetzt? Mach was, Junge. Jetzt. Was macht er denn? Er fährt in den Krater rein. Er fährt in den Krater rein. Er dreht sich um, fährt rückwärts, fährt in den Krater rein. Nicht nachladen. Ach, come on. Wie viel halten die denn aus? Das ist aber nicht sehr Battlefield-mäßig. Das sind Sturmtruppen. Da reicht ja normalerweise, dass man die anspuckt, damit die explodieren. Ich hab dich gerecht. Boah, kann ich da rein? Kann ich in den Transporter? Lass mich in den Transporter. Ach, come on. Wir liegen auf jeden Fall derbe hinten. Boah, was? Long Distance. Ich habe ihn noch auch erwischt. Mir fehlt hier noch komplett die Orientierung, wo was ist, wo die Ausgangspunkte sind und so. Muss man natürlich erstmal alles checken. Boah, geil. Guck mal hier, ein abgestürzter TIE Fighter. Da will man, eigentlich gar nicht kämpfen, ne? Man will eher so...
Den habe ich doch erwischt, das gibt's doch gar nicht. Alter, der hat einen Thermaldetonator. Ey, der war doch fast weg. Na gut, es ist noch nicht so von Erfolg gekrönt mittlerweile, aber wir arbeiten uns langsam vor. Was ist das hier nochmal? Proximity Bomb. Also die vorsichtige Taktik klappt nicht, jetzt mache ich die offensive Taktik. Einfach Han Solo-mäßig in den Gegner rennen. Der ist schon weg. Haben wir gewonnen? Was heißt Defeat? So, 3 Kills, 8 Death Assists. Naja, komm, allererstes Mal. Das ist ausbaufähig. Also das Belohnungssystem funktioniert schon mal. Kein Problem, du warst richtig schlecht, aber hier ist deine Belohnung. You ranked up a new star card. New items available, okay. Ja. Egal, wir zocken erstmal weiter. Wie werde ich denn Luke Skywalker? Über Chat? Wer sagt mir das? Wie werde ich Luke Skywalker? Side attacks aus dem. Okay. Oh, ich den hier. Ich muss sagen, ich kann mit dem Xbox-Pad besser zielen. Also mit den Sticks. Ich finde die immer so ein bisschen bei Ego-Shootern, finde ich. Das ist natürlich reine Geschmackssache. Ich will damit jetzt auch nicht irgendwie parteiisch sein oder so, aber ich persönlich. Oh, von hinten die Sau. Ich persönlich komme mit dem Xbox, mit den Xbox-Analog-Sticks besser klar. Die sind mir bei der PlayStation immer so ein bisschen zu labbrig, ein bisschen zu weich. Der Widerstand ein bisschen zu schwer. Einfach nicht. Ach shit, warte mal. Hä? Ich bin Sturmtruppe. Ja, warum sagt denn keiner was? Okay. Ich denke die ganze Zeit, warum stirbt er denn nicht? Also eigentlich habe ich als erstes gedacht, warum tötet er mich nicht?
als das keinen Hinweis gab, habe ich gedacht, warum stirbt er nicht? Die Idee, dass ich aufs falsche Team schieße, kam mir trotzdem nicht. Eher kam mir die Idee, dass das Spiel kaputt ist. Alter, wieso ist man denn echt? Das ist ja wirklich. Aha, Comeback-Bonus, so sieht's nämlich mal aus. Was ist los? Ey, das ist so nervig, man, bei diesen. Ich weiß überhaupt nicht, von wo die über keine Granaten, nix. Wo hat der denn die Granate her? Guck, ich hab ihm Deckung gegeben, also. So, geht mal vor, ihr zwei. Ich staub ab. Oh oh. Das ist echt, man muss nicht mal mehr nachladen bei Multiplayer-Ego-Shootern. Einfach, Energie lädt sich alleine auf, Magazin lädt sich auf, es gibt keine Munition. Echt alles einfach geworden in den letzten Jahren. Hier auch. Was soll ich jetzt? Ich nehme diese Basis ein. Infantry Turret. Come on! Ich brauche eine bessere Waffe. Ja, da habt ihr natürlich recht, bei Star Wars wird nicht nachgeladen, aber bei Battlefield, ne? Vielleicht müssen die ja auch irgendwie so, weiß ich nicht, so Plasma-Cartridges oder sowas. What the fuck? Hinter uns! Hinter uns! Sie hören mich nicht. Ey, ich brauche auch Granaten. Ey, das ist, ohne Granaten ist es sehr schwer. Hat mal einer gezählt, wie oft man einfach von hinten abgeballert wird? Natürlich, weil ich auch noch überhaupt nicht die Geografie dieser Karte kenne. Für mich sieht es jedes Mal neu aus. Doch hier war ich eben, hier gibt es ein Item. Das ist wie so ein Rundlauf. Bleibt mein Geschütz bestehen, wenn ich abgeballert wurde?
und kann mich ein Thermaldetonator treffen. Also wenn er vom eigenen Team kommt. Wow. Es macht schon Spaß. Also ich kann nicht behaupten, dass es mir zurzeit keinen Spaß macht. Und das, obwohl ich sehr unerfolgreich bin. Come on! Ach so, bleibt mein Geschützturm stehen? Ach so, ja, da steht's. Friendly Fire gibt's nicht. Sehr gut. Das heißt, ich kann mich einfach auf den Thermaldetonator eines Freundes setzen. 89, 91, wir führen übrigens. Das ist aber sehr eng. Vielleicht sollte ich jetzt nicht mehr ins Geschehen eingreifen. Aber das ist Quatsch, denn ich weiß, mein Team braucht mich. Das war wichtig. Ernsthaft, Leute, das war wichtig. Das war ein wichtiger Kill. 3 Stück noch. Nein! 100 zu 99, ey. Oh, das war aber knapp. Eddie spielt Kampfläuferangriff. Da gibt es auch Helden. Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich werde gleich mal den Modus wechseln. Aber erstmal so, um überhaupt ein bisschen reinzukommen. Es ist halt irgendwie, mir fehlt noch komplett das Gefühl für die Stärke der Waffen und so. Ich kann überhaupt nicht abschätzen, wenn ich jemanden treffe, wie viele Treffer braucht der und so. Also. Das ist so ein bisschen schwierig noch. Complete Challenges. Nee. So. Die Karten muss man erst lernen und so. Ich habe natürlich den Vorteil, dass die Macht mit mir ist, wenn sie ist sehr stark in mir natürlich. Das ist vielleicht ein Vorteil. Seht ihr ja auch, ne? Sieht man ja. Wo geht's hier lang? Ach geil, in der Bahn. Ist schon wieder eine andere Waffe jetzt. Jetzt bin ich wieder bei den. Shit! Voll reingelaufen. Sackgesicht, ey. Zu spät. It's too late. Geil, guck dir die Location an, ey. For all our international viewers. Or English-speaking only viewers. I know there are some. This is the very first time I play the game, so I hope you don't expect too much, because I don't know if you heard, but I'm the best player of the whole channel. I'm very skilled, very good, and. Though it may not look like it now, that's just because I play for the first time. So, just to give you the heads up, I'm very good. I'm very good at playing. Very, very good. That's what people say. See how slowly I go into battle and wait till all my friends are dead. That's pro gaming tactics. That's Star Wars Battlefront. And then. What you have to do next is just storm right into the arena
And then you're shot from someone you haven't even seen. We call it sondieren. Oh, some people. Ha! See that? That's some skill right there. Right there. Sondieren, sondieren, and shooting. I'm so good. Behind me. Look at this sorry droid. I feel bad for him. He looks so thin. Boah. Swind. Wenn ich dich erwische, ne? Das ist, glaube ich, jetzt schon der dritte Kill von Swind. Is this an English stream? It is, if you want us to. What language do you prefer? English, German, French, Swedish? Hey, 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 what's up? Where are we going? This way? Now that's one of our guys. Idiot. He's a rookie, I have to help him. As you can see, he's very helpful right now for our team. As am I. The All-Star 5. Hey, Junge. Are you a deserter? Go! He's literally doing nothing. Look at him. What's wrong with him? Dude! They're shooting on you. I have to slap this bitch. No! So. Gibt's irgendeine Taste, mit der ich mich schneller umdrehen kann? Ich meine, wenn einer mich hinten anschießt, dann dauert das Gefühl einen Tag. Oh, ich werde angeschossen. Wisst ihr, ich hab mir jetzt was von vorne, das war dieser Roboter. Woher soll man denn wissen, dass das... Der schwebt da rum, ich dachte, der repariert ein Raumschiff oder so. Ey, geil, guck mal hier. This is how I feel today. Exactly. That's exactly how I feel. Look at him. That's exactly how much I work today. This is how useful my colleagues think I am. Goddammit, er rennt mir schon in die Fresse! Und ich schieße ihm in die Kniescheibe.
Ey, wie ich halt nicht treffe, ne? Ey, gibt's eigentlich keine Headshots in dem Spiel? Kann es sein? Okay, wir gehen in die Richtung. Okay. Ist schon wieder Swind. Da sieht man's. The All-Star 5. Na? An ihm lag's. Und Swind hat die meisten Kills. So, jetzt machen wir kurz Werbung. We do a little commercial break. And after the break, we will play a different mode. I don't know which one, but we will figure that out in a couple of minutes. Bis gleich.